Snowball, die sind halt ein Label mit Sitz in Berlin und haben als Label gestartet. Unser Tagesablauf ist der, dass wir Redaktionen aus der Medienlandschaft Deutschlands, Österreich und Schweiz dazu bringen, über unsere Bands zu berichten. Wir sind halt auch alle ein bisschen aufgeteilt, um halt diese Arbeit irgendwie uns zu erleichtern. Das heißt, wir sind alle irgendwie Experten und Expertinnen auf den verschiedenen Gebieten. Also die Anne macht zum Beispiel die PR für in Richtung TV und Online. Die Sabine macht eben Radio. Und meine Wenigkeit, ich mache dann den Printbereich, also die Magazine und die Tageszeitung etc. Und so. Geschwänzt hat. Kommt der noch? Ja, okay. Das Tattoo ist da. Ich bin gespannt auf das Tattoo. Das ist eine nackte Frau. Ich habe es schon gesehen. Ja. Auf dem Arm, glaube ich. Auf dem Oberarm. Ja. Im Managementbereich haben wir 4 Bands: Bischofs, 8 Legs, The Blattam und Chikinki. Die Bands, die wir gerade promoten, also da haben wir aktuell gerade, glaube ich, müssen wir nachschauen. 1, 2, 3, 4, 5. Und Bands, die wir selber veröffentlichen, haben wir gerade aktuell 2 Produktionen. Wir haben diesen Ruf, dass wir auch ein bisschen avantgardistische Bands teilweise haben. Das spricht sich dann auch rum und einfach diese bunte Mischung, diese Melange an Bands, die wir haben. Dann machen wir auch viele eben Promo-Bands. Da hatten wir, ist halt auch die Abwechslung in dem Beruf, die ich total spannend finde. Shout in the night, no way. Das Besondere an ihr ist, würde ich sagen, ist halt eine Musik, die, also die ist elektronisch und auch poppig und gleichzeitig lässt sie sich halt sehr schwer kategorisieren. Man denkt ja immer bei Bands, dass alles schon irgendwie da gewesen ist und trotzdem finde ich, dass es halt bei mir so ist, dass man denkt, oh, das ist aber jetzt so anders, als ich es bisher kannte und ich finde einfach, es muss halt einfach grooven und Nias grooven. Stepping up to the phone. Wir sind hier bei uns im Studio, im Schmeckt-Studio. Hier haben wir unsere Platte aufgenommen und hier arbeiten wir sehr gerne selber an unseren eigenen Projekten, an unserer Musik mit anderen Kollegen zusammen in Neukölln. Also der Name Nias kommt, ist einfach auch ein Name wie jeder andere, wie Tille, Milian oder Georg und man könnte alles so nennen, sein Kind, seine Band. Und so ist es geschehen. Also es gibt schon oft, also Rhythmus ist generell das zentrale Element in der Musik, kann man sagen. Wir hatten einen Bass, ein Schlagzeug und einen Sänger, der Gitarre spielt und das ist ein sehr funktionierendes Format, aber wir suchen eben immer einen Schritt, uns davon zu entfernen, ein bisschen weiter zu gehen, um die Elektronik da noch mit einzubeziehen. Das haben wir selbst gebaut, Georg entwickelt, das ist Nias Gerät. Damit entstehen alle Sounds, die man auf der Platte hören kann. Inklusive Schlagzeug und Gesang. Also was uns generell an Musik reizt, ist vielleicht der Fakt, dass man innerhalb der Musik alles wahr werden lassen kann, was man sich so einfallen lässt. Das heißt, man kann jeden Scheiß erzählen, um es auf den Punkt zu bringen und es zu einer Wahrheit werden lassen. So, das ist das, was an Musik so interessant ist. Nias und Snow White, wie lange ist diese Geschichte jetzt schon? Ich glaube ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und es war für uns auf jeden Fall sehr erfreulich, dass wir in Berlin ein Label gefunden haben, das sehr gut zu uns passt. Auch in dem, was für andere Bands eben beim Label sind. Und das ist eben ein sehr überschaubarer Haufen. Die Band hat schon recht, irgendwie, wenn sie sagt, wir wollen da nicht in Schubladen gestopft werden. Was für uns aber sehr schwer ist, weil jetzt hier im deutschen PR-Bereich wird man einfach immer gefragt, wie klingt denn die Band?
Ja, also man denkt das auf jeden Fall von wegen, ja, das hörst du doch einfach mal selbst an. Und dann hast du den Auftrag, das meinetwegen in deine Kategorie zu setzen. Dann wird am Ende eine Diskussion geführt, wie, nee, es klingt wie Metronomy. Nee, kein bisschen. Ich finde, die klingen eher so wie die und hier und da. Und man zieht einfach so an der Musik vorbei, weil sie klingen halt nicht wie Metronomy, sie klingen halt eigen. Und dann ist man irgendwie immer nur in so einem Streitgespräch von wegen, was war schon da und was ist daran jetzt neu, sondern es geht einfach am Thema vorbei so ein bisschen. Momentan ist ja Berlin die Metropole, die Kulturmetropole Europas, würde ich sagen. Aber man hat natürlich den Stand, es wird immer schwieriger jetzt bei einer Band irgendwie spannend zu machen, weil sie nach Berlin gezogen ist. Nee, also dieses Berlin-Ding, das kann ja auch schon, also ich kann das schon total nachvollziehen, dass das auch viele nervt so. Dass jetzt irgendwie so, ja, Berlin ist so cool, wir ziehen alle nach Berlin. Und ich meine, man trifft ja auch kaum noch Leute, die wirklich aus Berlin kommen. Also was ich überhaupt zum Beispiel überhaupt nicht schlimm finde, aber... Ich finde auch, es macht eine Band manchmal interessanter, wenn man jetzt sagt, die kommen aus Krefeld. Wir haben jetzt zum Beispiel die Band Onapoleon, die kommen aus Krefeld, das ist halt total die kleine Stadt, aber das hört man der Musik gar nicht an. Auf jeden Fall gehen wir später ja auch noch zu Great White Shark, unsere andere Band, von die ich hier und da genannt habe, die eben auch einen guten Sound machen, so aus einer Mischung aus 60s und Surf, Rock. We come from all over the place. Basically, me, Adam and Jack originally from England, and Vincent over here is from Brooklyn, New York. Yeah, it was really dangerous. I was attacked by a great white shark when I was a child, and it bit off my leg and my arm, and it killed me, and now I'm here. Oh, well, I knew Grant. We all knew Grant, and he heard our music and he enjoyed it a lot, so he wanted to work with us on the label. And I would say Grant's a little bit of a mentor, an inspiration to all of us, really. If we play music for Grant. Yeah, I mean, if you really work hard, play your cards right, you can be with Grant Box. He'll make you famous. He will make you famous. They're less a label, but more my family. Hey, Patrick!